Till, bei einer Szene habe ich wirklich gedacht, boah, das muss ich dringend mal ausprobieren, wenn mir mit der Polizei gedroht wird, einfach zu sagen, ich bin Pfarrer. Du sagst das auch mit so einer schönen Gelassenheit da in der Szene. Wie bist du an die Rolle rangegangen, jetzt auch hier eines Pfarrers? Auch gelassen oder wie war das für dich? Gelassen, weil man sieht mich ja nie während der Arbeit. Ne? Ich wusste, er ist Pfarrer und er ist aber ein sehr, sage ich mal, moderner Pfarrer. Ne? Er ist jetzt nicht jemand, der die ganze Zeit mit über Gott predigt oder so. Und für mich war es eher der Vater als der Pfarrer. Jetzt ist Frank Papier ja echt auch so eine echte Person. Wenn du dann so einen Fall hast, nutzt du das dann auch sehr aus? Versuchst dann vielleicht so oft wie möglich auch mit der Person zu sprechen? Wie gehst du damit um, wenn man diesen Vorteil ausnutzen kann? Ich habe ihn erst kennengelernt während der Dreharbeiten und ich will dann aber lieber selber mich mit dieser Figur befassen und mich in diese Figur reinleben. Deswegen wollte ich jetzt nicht unbedingt ihn vorher kennenlernen. Ich habe ihn dann erst während der Dreharbeiten kennengelernt. Ja, wie war das dann jetzt auch bei der Thematik, die da irgendwie so drin steckt? Wie war da so deine Herangehensweise auch vielleicht? Oder hat man auch versucht, das so sehr aufzulockern, auch am Set die ganze Zeit? Ja, das ist ein komisches Gefühl, weil man weiß ja, ihm ist es wirklich passiert. Und wir haben da jetzt aber keine tiefen Gespräche drüber geführt. Das wäre mir auch unangenehm gewesen zu fragen. Und ansonsten haben wir halt gedreht. Ne? Also es ist schon komisch, ne, wenn man das weiß, dass das eben nicht fiktional ist, sondern dass das wirklich passiert ist. Ich habe ja so Fälle auch gehabt in meinem Bekanntenkreis und das ist schon nicht so einfach. Da weiß man nicht hundertprozentig, wie man sich verhalten soll. Ich denke mal, dein großer Antrieb, ne, um da nochmal so anzuknüpfen, ist einfach diese große Leidenschaft für den Film. Du machst auch mit dem Schauspiel einfach immer weiter. Warum hältst du so daran fest? Was treibt dich da vielleicht einfach so an? Was mich antreibt, ist wirklich die Freude an der Arbeit. Ne? Also die Freude, Sachen zu erschaffen und das zu teilen mit anderen Leuten, die genauso viel Freude haben, egal in welchem Department, ob das jetzt Kamera ist oder Maske oder Kostüm, mit Menschen zusammen, die ich mag, mit denen ich Spaß haben kann, zusammen was Schönes zu erschaffen, das ist das, was mich antreibt. Hast du denn da trotzdem irgendwie ein Ziel, wo ich dann jetzt an Tarantino denke, der irgendwie nach dem nächsten Film auf jeden Fall einen Gang ganz weit zurückschalten möchte? Hast du da denn irgendwo so ein berufliches Ziel für dich oder das auch wirklich noch gar nicht? Nö, ich habe kein Ziel. Also ich hatte eigentlich nie ein Ziel. Ich hatte am Anfang, als ich von der Schauspielschule kam, wusste ich ja gar nicht, ob ich überhaupt von dem Beruf leben kann. Da war mein Ziel, von dem Beruf leben zu können. Und wenn es aber so gewesen wäre, dass ich nicht davon hätte leben können, dann hätte ich was anderes gemacht. Aber ich hatte jetzt nie das Ziel, irgendwie 100 Filme zu machen, 10 Oscars zu gewinnen, Angelina Jolie zu heiraten. So ein Kram hatte ich nie. Ich möchte halt, ich lebe im Hier und Jetzt und ich möchte schöne Sachen erschaffen, ich möchte schöne Filme machen und die Freude mit anderen teilen. Also ich habe da keine Zielsetzung. Ja, diese Freude teilen, aber auf jeden Fall auch sehr schön darin. Ja. Wie war es denn jetzt mit Heike Makatsch, dann hier zu drehen und so allgemein am Set? Allgemein am Set war eine sehr gute Stimmung. Dafür ist eigentlich immer der Produzent und der Regisseur verantwortlich. Wenn du da so einen Kotzbrocken hast, dann ist eigentlich immer Scheißstimmung am Set. Es war aber eigentlich eine sehr gute Stimmung und zwar auch echt eine gute Zusammenarbeit mit Heike. Und vor allen Dingen eben auch mit Sinja, die meine Tochter spielt. Und es war eigentlich alle, das Team war nett. Das ist nicht immer so. Ne? Und Schauspieler auch. Waren alle super besetzt, haben toll gespielt. Es war eine schöne Zeit. Hat Heike denn irgendwelche Ticks, die sie immer, irgendwas, was sie immer am Filmset macht? Also ihr Tick ist, dass sie immer noch einen Take machen will. Sie ist nie happy. Da kann der Regisseur sagen, das war super. Da kann ihr Co-Star sagen, ey Heike, das war mega. Lass uns weitermachen. Aber sie ist da halt, will immer noch einen machen. Das ist ihr Tick. Sie hätte sich mit Stanley Kubrick also ganz gut verstanden, höre ich daraus. Das wäre wahrscheinlich ein ideales Match. Ja. Wir haben jetzt hier so ein klassisches Roadmovie, auch mit Verfolgung. Was war so dein bester Roadtrip, vielleicht privat, vielleicht aber auch beruflich? Beruflich war mein bester Roadtrip Knockin' on Heaven's Door und barfuß. Und privat war der Sommer 85, da war ich 4 Monate mit dem Rucksack in Griechenland, bin von Mykonos nach Kreta und zurück. Und das war der Sommer, wo ich für mich rausfinden wollte, was ich aus meinem Leben machen will. Und das war der Sommer, wo ich mich entschieden habe, okay, ich versuche das jetzt mal, Schauspieler zu werden.